So, willkommen bei einer neuen Folge 30 Minuten mit, wo ich euch Spiele präsentiere aus meiner Bibliothek von A bis Z, wie man sie halt in den ersten 30 Minuten erlebt. Und heute möchte ich mit euch angeln, jedenfalls versuchen. Und das Spiel heißt Dovetail Games Eurofishing. Also habt ihr Bock drauf, dann bleibt dran. Bis gleich. So, da sind wir wieder und starten die 30 Minuten auch jetzt. Bla 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 bla, alles klar. So, wir wollen den Charakter löschen. Yep. Und neu machen. Mann 1, Mann 2, oh, Mann 3 nehmen wir. Hallo, der Mann? Ach da. Den benennen wir jetzt auch nach Standardprotokoll. Das geht ja zügig. Hoffe ich ja mal. So. Ja, letzter Buchstabe und go! Bestätigen. Und auswählen. Und passt. Akademie, freies Angeln, Laden, Live-Turnier. Es sind keine Turniere vorhanden. Wir wollen erstmal in die Akademie. Grundlagen nehmen wir an. Fange die Monster-Trophäenfische. So. Wollen wir mal warten, dass es so weit ist, und dann wollen wir mal gucken, dann schmeißen wir die Rute raus. Gucken, was für ein Minifisch wir überhaupt angeln können. Wenn überhaupt. Ja, wenn überhaupt was anbeißt. Ja. Nicht so in Angeln drin, deswegen hoffe ich mal, dass es hier virtuell wenigstens klappt. Willkommen in der Dovetail Games Eurofishing Academy. Es ist ein schöner Tag hier am Ufer des Observatory Lake. Eine leichte Brise weht über den See. Die Bedingungen sind perfekt, um die wichtigsten Fähigkeiten zu lernen, die du brauchen wirst, um erfolgreich zu fischen. Ganz egal, wo du die Angel auswirfst. Im Laufe dieser ersten Übung werde ich dir die Grundlagen von Dovetail Games Eurofishing beibringen. Später werden wir sehen, wie die richtige Stelle mit verschiedenen Montagen und Ködern anvisiert wird und wie der perfekte Angelansatz geplant werden kann. Dann nehmen wir es doch mal an. Okay. Warum vertrittst du dir nicht etwas die Beine, um dich mit der Steuerung vertraut zu machen, bevor wir mit der Übung anfangen? Da laufen wir mal rum. Gut, du hast den Dreh raus. Das wäre sonst ein langer Tag geworden. Perspektive, Egoansicht, Außen- und rund um den See herum befinden sich Angelpfähle, bei denen du deine Ausrüstung aufstellen kannst. Du kannst einen Angelpfahl an einem Zeichen wie diesem hier erkennen. Lass uns fürs Erste diesen Angelpfahl beanspruchen und deine Angelausrüstung vorbereiten. Okay, machen wir das mal. Wenn du einen Angelpfahl beansprucht hast, gehört er dir. Niemand sonst kann am selben Angelpfahl fischen, solange deine Ausrüstung sich dort befindet. Bedenk gut, kommen wir nun auf die Angelausrüstung zu sprechen. Deine Montage und deine Köder sind nur zwei Werkzeuge in deinem Anglerarsenal. Nur mit der richtigen Montage und dem richtigen Köder können Karpfen gefangen werden. Wenn du deine Angelroute hältst, kannst du die Montage und den Köder ganz einfach wechseln, indem du dein Inventar öffnest und andere auswählst. Wir werden in einer anderen Übung erklären, wie die verschiedenen Setups funktionieren. Wähle erstmal einfach irgendeinen anderen Köder und eine andere Montage. Machen wir das. So. Haben wir hier jetzt? Montage, Schlamm, Kies. Schließe dein Inventar, wenn du mit deiner Auswahl zufrieden bist. Hab ich? Gut, du hast deinen Angelpfahl beansprucht und dein Angelsetup ausgewählt. Jetzt werde ich dir erklären, wie in Dovetail Games Eurofishing ausgeworfen wird. Lauf zum Angelpfahl. Sobald du beim Wasser bist, sollte es dir möglich sein, den Schnurfangbügel zu lösen, die Schnur zu halten. Okay. Wir machen erstmal normale Kontrolle.
So. Halten, um die Kraft zu erhöhen. Ah, das war nicht ganz perfekt. Kies. Du kannst den Grund durch die Vibration der Rute einschätzen, wenn der Köder darauf trifft. Zu wissen, über was für einen Boden du fischst, ist wichtig, denn du musst die passende Montage und den passenden Köder verwenden. Mhm. Jeder Bodentyp hat Einfluss auf die Erfolgschance der Montage. Okay. Haben wir. Wo ist er? Alter! Bleib mal locker, Fisch! Voll die Clipping-Fehler, aber okay. Wir haben einen Fisch gefangen und der war so wild im Wasser, dass der zickzack... Naja, okay. Ein gemeiner Karpfen haben wir gefangen. 2,27 Kilo. 19 XP. Fisch zurücksetzen. Super, das war's für heute. In dieser Übung haben wir dir gezeigt, wie ein Angelpfahl beansprucht, wie bei dem Kopf ausgeworfen und wie die Schnur eingeholt wird. Weil du so fleißig warst, gebe ich dir sogar ein paar Angelpunkte. Die kannst du verwenden, um im Angelladen neue Ausrüstung freizuschalten. Dankeschön. Den Laden kannst du im Hauptmenü finden. Du hast außerdem ein paar Erfahrungspunkte bekommen. Erfahrungspunkte, auch XP genannt, geben an, wie erfahren du als Angler bist. Je mehr du bekommst, desto mehr Herausforderungen werden sich dir öffnen. Jetzt kennst du die Grundlagen von Dovetail Games Eurofishing. Gut gemacht. Ich freue mich schon auf unsere nächste Übung. Boah, was für ein Lügner. Aber okay, nimm mal an. Tja, nicht schlecht. Wir sind jetzt Level 2 Angler, ja? Also, wieder in die Akademie. Die Grundlagen haben wir auf Gold und dann ein Fisch am Haken. Probieren wir das mal aus. Bin ich ja mal gespannt. Die perfekte Kontrolle... Willkommen zurück für eine weitere Übung. Ich weiß, dass du es eilig hast, einen großen Fang zu machen, aber jeder muss irgendwo anfangen. Glaub mir, wenn du am Ufer sitzt und einen Fisch beißt an, dann wirst du mir dafür danken. Schnapp dir deine Angelrute und lass uns beginnen. Okay, beginnen wir. Lauf wie beim letzten Mal zu einem Angelpfahl und stell deine Ausrüstung ab. Wo laufen wir denn mal hin? Da ist gesperrt oder können wir da durch? Ne. Ich will da aber hin. Na gut, dann nehmen wir die vorgegebene Stelle. Wir wollten ja einen schönen Platz, aber dann nehmen wir den hier. Fertig. Und nun zur Beobachtung der Wasseroberfläche. Nimm dir einen Augenblick und untersuche deinen Angelplatz. Wie du sehen kannst, ist der Rand am anderen Ende des Sees interessant. Überhängende Bäume und etwas Schilf, der perfekte Ort für Karpfen. Fast jeder kann eine Rute auswerfen und ab und zu einen Fisch fangen. Es erfordert aber weit mehr Können, um durchgehend große Fische zu fangen. Hier kommt die Wasserbeobachtung ins Spiel. Ein Element der Wasserbeobachtung ist die Suche nach visuellen Hinweisen. Halte Ausschau nach Geplätscher, Sichtungen und kleinen Bläschen an der Wasseroberfläche. All dies weist auf Fische hin. Dieser Bereich muss also auch dein Ziel sein. Wenn das mal im echten Leben immer so wäre. Okay. Dort scheinen jede Menge Algen zu sein. Das macht uns das Leben schwerer. Algen sind des Fisches Traum und des Anglers Albtraum. Wenn du einen Bodenköder benutzt und ihn in die Algen auswirfst, dann ist der Köder versteckt und wird leicht von den Fischen übersehen. Außerdem könnte sich deine Schnur verheddern und dem Fisch dabei helfen, zu entkommen.
Wenn du also über ein Algenbett fischst, dann versuch es mit einem schwimmenden Köder. Eine Chotrick-Montage wäre hier angebracht. Keine Sorge, wenn du keine hast. Du kannst erstmal meine benutzen, aber ich möchte sie am Ende der Übung zurückhaben. Okay, was haben wir denn hier? Ne? Stiffrick. Wenn du bereit bist, wirf zu den Algen am anderen Ufer aus. Mach dir nichts daraus, wenn du die Stelle nicht beim ersten Versuch triffst. Hol die Schnur einfach wieder ein. Pass aber auf, dass das nicht so oft passiert, denn es könnte die Fische verscheuchen. Okay. So. Da wollen wir irgendwo hin. Und? Erfolg! Ich werde jetzt etwas fachsprachlich sein. Hör also gut zu. Deine Schnur ist an einer Rolle an deiner Route befestigt. Alle Rollen sind mit einem einstellbaren Bremssystem versehen. Mit diesem Bremssystem kann eingestellt werden, wie viel Widerstand dem Fisch beim Ziehen an der Schnur entgegengesetzt wird. Wenn du die niedrigste Einstellung wählst, dann wird der Fisch problemlos die gesamte Schnur herausziehen und sich weiter entfernen. Wenn du allerdings die höchste Einstellung des Bremssystems wählst, dann wird der Fisch überhaupt keine Schnur aus der Rolle ziehen können. Sie ist gesperrt und der Fisch kann nirgendwo hin. Lass uns das ausprobieren. Stell das Bremssystem der Rolle auf 90% ein. Und wie? Ach da. Gut, wenn du einen Fisch an der Angel hättest, dann hätte er es schwer, die Schnur aus der Rolle zu ziehen. Vergiss aber nicht, dass eine so hohe Einstellung auch die Spannung der Schnur erhöht, was dazu führen könnte, dass du den Fisch verlierst. Okay. To monitor your tension, take a look at your drag system. When you have a fish on, you'll be able to see how much tension there is on the line by checking the tension. Haben sie nicht mal alles übersetzt, Jürgen? Blue shows you when the tension is low, and red shows you when the tension is high. The two indicators at each end are there to show you when you're in real danger of losing the fish. You don't want to be in here, so adjust your tensions accordingly to get out of the danger zone. From the danger zone. With that in mind, let's lower your drag to something a little easier on the fish, something like 30%. When the drag is set this low, the fish will be allowed to take the line with a little bit of resistance, but it shouldn't be enough to lose the fish. The trade-off with setting the drag too low is that the fish can easily take the line and head for things that could snag it. Komm, ich will angeln. Now, if you're lucky enough to have a fish on and you're reeling it in, my advice is to keep an eye on the fish's movements and what's around it. Constantly check the tension to make sure you have enough to reel in the fish, but not too much that it escapes. Think you're ready to take on a fish? Sure, my friend. Give me the fish! Time to see if you've been paying attention. Start off by reeling in to tighten the line and help set the hook. But keep an eye on the tension. If you lose this fish, you'll only need a new shod rig. Now stop reeling for a second. You don't want to add too much tension to the line. You can pull the fish in by literally pulling the rod back and then reeling in the slack line. Try it. Pull the rod back over your head. See the tension on the rod? Now move the rod forward and reel in the slack line. Careful now. When there's too little tension on the line, there's a chance of the fish escaping by throwing the hook. But when there's too much tension, well, you can pretty much guess what's going to happen. New shod rig for me. Lass uns diesen Fisch in Ufernähe bringen, damit wir ihn mit einem Kescher einfangen können. Oh, jetzt haben wir wieder Deutsch. Kannst du die Rute seitlich bewegen, wenn du den Fisch in eine bestimmte Richtung dirigieren möchtest. So kannst du Fische von allen Wänden wegziehen und die... Hey, ich hab ihn doch schon. Du bist fast so weit, den Fisch mit dem Kescher einzufangen. Hol ihn nur noch ein wenig näher heran. Vergiss nicht, die Rute nach hinten zu ziehen und die schlaff durchhängende Schnur einzuholen. Los geht's, jetzt kommt das entscheidende Spiel. Es ist an der Zeit, den Fisch mit dem Kescher zu fangen. Hab ich doch. Den Kescher auf. Der schwimmt doch schon wieder weg. Sieh ihn dir an. Du hast einen schönen Karpfen gefangen. Das hat dir ein paar Erfahrungspunkte und Angelpunkte eingebracht. Auch so ein Mini-Ding. Lass uns den Fisch freilassen. Danach können wir Feierabend machen. Okay. Zurücksetzen. Nächster. Und das war's auch schon. In dieser Übung haben wir gesehen, wie ein Fisch eingeholt wird,
wie mit der Spannung umzugehen ist und du konntest sogar einen schönen Karpfen fangen. Gut gemacht. Danke. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich schon auf Ich bedanke mich bei dir. Ohne dich hätte ich den Fisch natürlich nie gefangen. Aber dafür machen wir jetzt die nächste Lizenz, wollte ich schon sagen. Lektion Pirschen. Pirschen gehört zu den spannendsten Angelmethoden. Hierzu sucht man nach Fischen in Ufernähe und versucht diese mit einem Unterarmwurf zu fangen. Für diese Methode muss man sich still und leise verhalten, um sie nicht zu verschrecken. Pirschen erfolgt auf den stillen Abschnitten des Sees, fernab von traditionellen Angelquellen. Probieren wir mal aus, ob wir der Sneaker sind. Schön langsam anpirschen und dann packen wir uns den. Da sind wir wieder. Dieses Mal werde ich dir eine recht fortgeschrittene Fischfangmethode zeigen. Stell deine Ausrüstung gar nicht erst auf, denn heute gehen wir auf die Pirsch. Pirschen ist ein Begriff, den Angler verwenden, wenn sie Fische in Ufernähe fangen wollen. Aber warum würde man das tun wollen? Wenn ein Fisch aus der Mitte des Sees anbeißt und Angler und Fische ihre Kräfte messen, dann ist das schon aufregend. Aber stell dir vor, du siehst, wie ein Fisch in Ufernähe nach deinem Köder schnappt. Er steht kurz davor, sich davon zu machen, aber dann schlägst du zu. Ha, gnadenlos. Es ist Nahkampffischen. Lass uns Nahkampffischen, ob wir etwas fangen können. Dann wollen wir mal Nahkampffischen. Der Vorteil des Pirschens ist, dass du nicht auf einen Angelpfahl limitiert bist. Er steht dir frei, um den gesamten See zu laufen, nach Fischen zu suchen und von der bestmöglichen Position aus auszuwerfen. Versuch es einfach. Lauf bis zum Seeufer und wirf aus. Haben wir hier? Wir schmeißen den hier hin. Okay. Und nun? Bevor du auswirfst, solltest du aber kurz innehalten und einen Augenblick nachdenken. Wenn du Ufernähe fischst und versuchst, einen Fisch auf kurze Distanz zu fangen, dann wirst du wohl kaum einen weiten Überkopfwurf benutzen wollen, oder? Diese Methode ist hier unpassend. Stattdessen solltest du es mit einem Unterarmwurf versuchen. Das ist ein kurzer Wurf und ist ideal für das Fischen in Ufernähe. Und wie mache ich das? Kann ich nicht. Ich bin schon im Wurfmodus. Abbrechen! Wie kann ich die Angel wieder einholen? Abbruch! Abbruch! Er will nicht! Naja. Ja, da steht LS drücken. Ich drücke ja schon, aber ich bin mitten in dieser Wurfanimation und komme da nicht mehr raus. Dann versuchen wir es nochmal. Gott sei Dank können wir ja alle schnell wegdrücken. Diesmal warten wir ab und sind nicht zu voreilig. Yep. Da sind wir wieder. Dieses Mal werde ich dir eine recht fortgeschrittene Fischfangmethode zeigen. Stell deine Ausrüstung gar nicht erst auf. Überspringen wir das. Einer der größten Vorteile des Pirschens ist, dass du nicht auf einen Angelpfahl limitiert bist. Er steht dir frei, um den gesamten das See zu laufen. Das wollen wir auch überspringen. Und von der bestmöglichen Position aus auszuwerfen. Versuch so. Es einfach. Lauf bis zum Seeufer und wirf aus. Nehmen wir mal hier eine Stelle. Können wir nicht. Wir stecken fest. Okay, dann stellen wir uns wieder hier hin. Drücken und warten ab, bis er was sagt. Halten. Bevor du auswirfst, solltest du aber kurz innehalten und einen Augenblick nachdenken. Wenn du in Ufernähe fischst und versuchst, einen Fisch auf kurze Distanz zu fangen, dann wirst du wohl kaum einen weiten Überkopfwurf benutzen wollen, oder? Diese Methode ist hier unpassend. Stattdessen solltest du es mit einem Unterarmwurf versuchen. Wollen das ist ein wir? Kurzer Wurf und ist ideal für das Fischen in Ufernähe. Der Unterarmwurf funktioniert so. Genauso wie der Überkopfwurf. Halte die Schnur fest und zieh die Rute zurück. Sobald du bereit bist, bewege die Rute nach vorne und lass die Schnur los. Es sieht einfacher aus, als Hammer. Es tatsächlich ist.
es ein paar Mal aus, damit du ein Gefühl für den Unterarmwurf bekommst. Du kannst übrigens deine Haltung immer noch ändern, wenn du dich auf einen Wurf vorbereitest. Lass uns für diese Übung beim Unterarmwurf bleiben. Okay, nochmal. Und Wurf. Das war Nummer 2. Oh, sieh nur, dort drüben sind Fische. Oh, schnell, wow. Hol die Schnur ein und visiere die Stelle dort drüben an, bevor sie wegschwimmen. Wenn du in Ufernähe angelst, vergiss nicht, im Wasser nach Fischen Ausschau zu halten. Wenn du einen Fisch entdeckst, dann ist das dein Signal. Wirf die Angel dort aus und du hast gute Chancen, dass ein Fisch reißt. So, hier wollen wir hin. Sieh mal, da! Siehst du sie? Oh, ja. Das sind wahrscheinlich ein paar große Fische. Schnell, so wirf deinen Köder aus. Mit etwas Glück wird einer anbeißen. Verscheuchst du ja nur. Komm. Oh, hat einer angebissen? Oh, ah, ja. Gut gemacht. Wie schon bei der letzten Übung. Behalte die Spannung im Auge und hol dein Ziel ein. Fang ihn. Sieh dir den an. Sieht aus, als hättest du weitere Erfahrungs- und Angelpunkte erhalten. Wir sollten es aber nicht dabei belassen. Lass diesen Fisch frei und versuche einen anderen. Fantastisch! Wie, immer noch kein Level 3? Na gut, aber nächste Runde. Dieses Mal bist du auf dich allein gestellt. Ich habe dich alles gelehrt, was ich über das Pirschen von Fischen weiß. Lass mal sehen, ob du dieses Wissen nun umsetzen und alleine einen Fisch fangen kannst. Schauen wir mal. Gucken wir mal. Wir sollen ja das Wasser beobachten. Wir sind extra leise. Schauen, wo hier Geplätscher ist. Weil weit können wir nicht laufen. Aber wir können die Stelle nochmal probieren. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. So. Oh, schon ist einer dran. Und cash ihn, cash ihn. Ey, du solltest den schon cashen. Hallo. Geschafft. Das ist wieder ein sehr schöner Fisch. Yeah. Leider ist es kein riesiger Brocken, aber diese hübschen Karpfen zu fangen macht trotzdem eine Menge Spaß. Ich habe 100 Fische gefangen. Okay. Und ein paar XP. Yeah. Das haben wir jetzt Level 3. Juhu. Tutorial vollendet. So, dann haben wir noch einen Locken. Oh, mit einer Rakete. Das wir... Wir locken mal. Froh locken. Okay, jetzt geht's ans Eingemachte. Das Ködern mit einer Futterrakete ist das Thema unserer nächsten Übung. Denn sie eignet sich hervorragend dazu, Fische anzufüttern. Lass uns mit den Grundprinzipien des Anfütterns anfangen. Anfüttern ist ein Anglerbegriff, der verwendet wird, wenn ein Angler seinen Köder ins Wasser wirft, damit die Fische ihn essen können. Warum würde ein Angler seinen Köder einfach so hergeben, wenn er nicht an einem Haken befestigt ist? Nun, es ist ein Buffet für Fische. Sie können nicht widerstehen. Was denkst du, würde geschehen, wenn sich ein geschickt platzierter Haken inmitten dieses Festschmauses befände? Die Chancen stünden nicht schlecht, dass bei all dem Durcheinander etwas anbeißt. Darum geht es beim Anfüttern. Jetzt lass es uns ausprobieren. Ja. Ab in die Menge. So. Welchen Platz nehmen wir? Wir nehmen den ersten hier wieder. Dort kannst du dann die Futterrakete anlegen. Okay. Wir beanspruchen den hier gleich. Okay. Meiner. Gut. Sieh dir jetzt deine Routenauswahl an. Eine Futterrakete sollte nun verfügbar sein.
Wähle einfach die Futterrakete aus, um zu wechseln. So einfach ist das. Haben wir? Aber was ist eine Futterrakete? Das ist der raketenförmige Gegenstand am Ende deiner Route. In diesem Gegenstand befindet sich Futter und jedes Mal, wenn du ihn auswirfst und er auf dem Wasser landet, lässt er seine Ladung fallen. Die Rakete sagt jedem Fisch in der Nähe im Grunde, dass das Buffet eröffnet ist. Das ist genau das, was du willst. Das wollen wir! Wirf die Futterrakete aus, wie du es mit einer normalen Route tun würdest. Visier eine Stelle in der Mitte des Sees an. Machen wir. So. Die Mitte. Und dann ballern wir den gnadenlos raus. Komm, Vollgas und weg damit. In der Regel wirft man Köder mehrmals in einem Bereich aus, damit sich dort eine Menge Futter befindet. Der Schnurclip ermöglicht es dir, immer auf dieselbe Distanz auszuwerfen. Der Schnurclip limitiert die Schnurlänge, die sich von der Rolle abwickeln kann. Okay. Mit Hilfe des Schnurclips wirst du stets dieselbe maximale Distanz erreichen. Versuch jetzt, den Schnurclip einzustellen. Hol die Schnur ein und wirf zum selben Bereich aus. Stell die maximale Distanz. Gut gemacht. Haben wir. So. Dann schmeißen wir den da nochmal hin. Was? Wo ist denn der gelandet? So, da sollte er so hin. Und? Ah, wieder zu weit. Drei Meter Distanz, das ist gut. Nicht zu weit, nicht zu weit. Bis da. Jawohl. Du kannst den Clip einfach zurücksetzen, wenn die Futterrakete im Wasser ist. Erledigt. Lass uns nun einen Hakenköder anlegen und ihn auswerfen, bevor das große Fressen beginnt. Nimm mal die Rute. Jetzt kommt der schwierige Teil. Du musst ohne die Hilfe des Schnurclips den Köder zu der Stelle mit dem Futter auswerfen. Ich werde dir einen Trick zeigen, der dir dabei helfen sollte. Du solltest dich so hinstellen, als würdest du den Haken so weit auswerfen wollen wie möglich. Nachdem du ausgeworfen hast, kannst du die Schnur wieder festhalten, um sie zu verlangsamen. So wickelt sich die Schnur langsamer von der Spule, was dir dabei helfen sollte, die Montage dorthin zu führen, wo das Futter ist. Versuch es einfach mal. Führe einen kräftigen Überkopfwurf aus und lass die Schnur los. Halte sie dann wieder fest, um die Geschwindigkeit der Schnur zu verlangsamen. Okay. Das ist der Trick also. Dann schmeißen wir mal. Beim Verlangsamen des Wurfs kannst du die Rute zudem seitlich bewegen, um den Wurf in diese Richtung zu führen. Die Methode ist sehr nützlich, um deinen Wurf in die gewünschte Richtung zu dirigieren. Da wollten wir hin. Also nochmal versuchen. Halt. Nicht so weit. Sehr schön. Dieser Wurf ist dir perfekt gelungen. Die Fische haben mit dem Futtern anscheinend noch nicht angefangen. Weißt du was? Du musst nicht mit der Angelrute in der Hand herumstehen und warten, dass ein Fisch anbeißt. Stell sie einfach ab und gönn deinen Arm eine Pause. Okay. Ah, ist das nicht besser? Du fragst dich sicher, woher du wissen sollst, ob ein Fisch anbeißt. Mach dir keine Sorgen. Siehst du die Auflage, auf der sich deine Route befindet? Ein sogenannter Bissanzeiger ist damit verbunden. Wenn der anfängt zu piepen, weißt du, dass ein Fisch angebissen hat. Während du auf einen Biss wartest, könntest du spazieren gehen und sehen, ob in der Nähe Fische sind. Du könntest dich natürlich auch einfach zurücklehnen und die Ruhe genießen. Oh, chill dich da mal hin. Oh, geht doch! Schnell, schnapp dir deine Rute, bevor der Fisch damit verschwindet. Na los, du weißt, was zu tun ist. Hol den Fisch ein. Okay. Die wollen wir. Ha!
Kommt zwischen rein. Das ist ein weiterer, schöner Karpfen. Wunderschön. Ich sehe, hast du den Dreh langsam raus. Mehr kann ich dir nicht über das Anfüttern beibringen. Lass ihn frei, dann sind wir für heute fertig. Yay, wir haben Fisch gefangen. Wir haben einen Fisch gefangen. 200 XP haben wir und 300 Taler. Haben wir hier noch Gegenstände, alles für Echtgeld. Nichts für uns. Wir haben nämlich 1526 Kohle. Mehr Routen hätten wir noch, aber die 30 Minuten sind leider rum. Aber ihr habt einen kleinen Einblick bekommen können dürfen über Dovetail Games Eurofishing. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht habt ihr selber Bock drauf, ein bisschen zu angeln virtuell. Für Leute, die ein bisschen mehr Angelerfahrung haben als ich, ist es auch nicht schwer, damit umzugehen. Ansonsten, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Abo da, ein Like wäre ganz geil. Und ja, schaut mal wieder rein und verpasst meine anderen Videos nicht. Ganz wichtig, denn die Spielebibliothek wird schon sehr groß. Ansonsten, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.